Hi meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück zu diesem Video. In diesem Video gibt's das Atlas OG Battle Royale. Ich hab's ja eingegeben. Der Inselcode, den werde ich euch in der Infobox und in den Kommentar verlinken. Den Code müsst ihr einfach hier oben bei Inselcode eingeben. Und dann kommt ihr in die Chapter 1 Season 3 OG Battle Royale Karte. Ganz genau, Atlas ist ein großes Creative Team, hat sich daran gesetzt, hat auch schon oft mit Fortnite zusammengearbeitet, dieses Creative Team. Fortnite Chapter 1 Season 3 nachzumachen. Die Map ist da. Leider wollte das natürlich gestern Abend schon released werden, aber es gab einige Bugs mit Limitierung und Veröffentlichung. Deswegen musste, dass es jetzt schon da ist, ne, es ist jetzt da, wir werden es gleich zocken, einiges ein bisschen reduziert werden, ein paar, Merkmale sind nicht mehr da. Es wurde das ein oder andere Ding entfernt, nichts Wichtiges, nur so kleine Sachen. Aber ein großer Punkt sind keine 100 Leute, sondern nur 50 sind dann auf der Karte drauf. Ist natürlich trotzdem die Chapter 1 Karte komplett. Das ist natürlich das Geile, die Chapter 1 Karte ist es trotzdem mit Chapter 4 Grafik natürlich. Ja, ist leider so, aber die haben geschrieben, Updates werden folgen, viele Updates werden folgen, um alles noch besser zu machen, noch originalgetreuer wie in Chapter 1, ne, zu machen. Ich würde sagen, Leute, wir gehen direkt rein, ich habe mega Bock, Inselcode ist verlinkt und jetzt wünsche ich euch viel, viel Spaß in Chapter 1. Um das Ganze zu starten, einfach natürlich wichtig, auf öffentliches Match drücken, starten. Privat könnt ihr auch zocken, seid ihr alleine auf der Karte. Bedeutet halt, ihr könnt die Map erkunden und die ist halt wirklich genau aus Chapter 1. Ihr könnt die erkunden, jeden Ort erkunden, aber ich möchte direkt public und ich würde sagen, wir haben sehr, sehr viel Spaß jetzt. So Leute, dann ladet ihr in die Creative Map rein. Wie gesagt, es können maximal 50 Leute, so wie ich es mitbekommen habe, in diese Karte reinjoinen. Sogar nur 30. Ihr seht es gerade jetzt hier bei mir, können nur 30 rein. Das ist die Starter Map. Gleich geht's los. Wir werden mit dem Battle Bus natürlich über die Karte fliegen. Ihr seht, man hat jetzt so hier so ein kleines Stück, aber die Karte ist riesig. Es sind jetzt 30 Leute drin, so viel wie reinpassen. Ist natürlich für diese große Map nicht wie damals mit 100 Spielern, aber höchstwahrscheinlich wird das vielleicht noch gefixt. Und ich würde sagen, in 8 Sekunden geht's in den Battle Bus. Also, ärgert euch jetzt nicht, Leute, ne? Das ist noch nicht hundertprozentig. Es ist die Beta-Version, müsst ihr wissen. Und jetzt starten des Spiels. Ist natürlich keine, ne? Ihr müsst bedenken, es ist Creative. So, Spiel starten. Hört ihr es? Sturm braut sich zusammen, 50 Sekunden. Hört ihr die OG-Musik? Hier steht, dass es eine Beta ist. Es hört sich so gut an. Ihr seht die ganzen Leute, gleich geht's los. Der OG-Parcours mit der OG-Musik im Hintergrund, ne? Klettern gibt's, Sprinten gibt's, Rutschen gibt's, es gibt alles, der OG-Parcours. Und so sieht das aus. Mit Creative 2.0 haben sie die Map gemacht. Karte hier. Wir fliegen schon richtig über die Karte, so ist es nämlich. Ihr seht, wir sind wirklich schon im Battlebus drinne. Das ist halt anders als Creative. Rausspringen können wir gleich. Es geht relativ schnell, aber die Map ist wirklich wie damals. Wir wurden jetzt rausgekickt. Das bedeutet, ja, wir müssen jetzt uns einen Ort suchen. Wir landen in Retail Row. Wie gesagt, ihr seht, also komplett wie Chapter 1 ist es nicht. Also 1 zu 1. Aber Leute, es werden noch viele Updates folgen. Ich würde sagen, wir landen direkt mal hier oben. Gönnen uns die Chest hier. Ist gerade ein bisschen laggy am Anfang. Die Chests brauchen auch ein bisschen lang. Also ihr seht, was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Aber direkt die erste MP und zwar die taktische Maschinenpistole. Zusätzlich, Leute, ist es hier auch ein Problem auf der Karte. Es gibt, ihr seht, also ihr findet nur Loot. Ganz, ganz wichtig. Ihr findet nur Loot, wenn ihr tatsächlich die Karte, beziehungsweise die Kisten, die auf der Karte verteilt sind, öffnet auf dem Boden. Wie es in ganz normal Chapter 1 war, also dass ihr auf dem ganz normalen Boden einfach eine Waffe liegt, gibt es hier leider nicht. Aber, Leute, es werden natürlich, wie schon gesagt, Updates kommen. Die haben jetzt versucht, das so schnell wie möglich durch, weil die hatten ja Fehler, trotzdem online zu bringen. Aber ich sag mal so, natürlich kann man das nicht mit dem originalen Chapter 1 vergleichen. Ich habe auch immer gesagt, Leute, das wird auch niemals so wie damals, weil, okay, das ist ja, ich habe schon gesagt, es wird ein Nostalgietrip, aber es wird natürlich nicht das ersetzen. Ist klar, jetzt leben nur noch 20 in der ganz normalen Zone. Also müsst ihr wissen, haben wir jetzt Spaß. Aber wir nörgeln nicht rum. Wir haben Spaß und enjoyen die geile Map von Atlas. Zusätzlich müsst ihr aber auch wissen, Baby,
einen Jug. Jug, den werden wir direkt mal trinken. Zusätzlich müsst ihr wissen, gibt's einmal hier die Creative Map, die wir hier spielen, von Atlas, ne? Das ist die OG Map Chapter 1 von Atlas. Und dann gibt's das gleiche noch von Reboot Royale. Von Reboot Royale. Und da können so 50, also sie haben gesagt, es können 100 Spieler drauf. Das bezweifle ich. Auf jeden Fall, Reboot Royale wird auch bald rauskommen, ne? Die ist noch nicht draußen. Also Atlas ist bis jetzt die einzige Chapter 1 Karte, die draußen ist mit Creative 2.0. Aber noch Reboot Royale ist auch ein riesiges Creative Team, was sich damit auseinandersetzt, die Chapter 1 Karte zu bauen. Und das werden die auch machen, ne? Die ist auch schon fertig. Es gab wie bei Atlas Probleme, die sie fixen müssen. Das heißt, die nächsten Tage können wir uns auch da drauf freuen. Genauso wie wir uns auch auf die Athena-Gruppe freuen können. Beziehungsweise nicht Athena, Apollo was. Das ist eine Gruppe, die hat sich auch zusammengesetzt, so eine Creative-Gruppe. Die bringt die Chapter 2 Season 1 Karte komplett, so wie sie war, wieder raus. Also ich find's geil, Leute. Ich werde jetzt auch ohne Ska. Eskali, Bob Marley, wie man es damals gesagt hat. Mit Fallen noch, Lagerfeuer. Ey, es ist richtig schön. Es ist richtig schön, hier zu spielen. Und ich werde auch gleich zu Lonely Lodge gehen. So wie es aussieht, ich weiß nicht gerade, was hier los ist. Also wir können rein und rauszoomen. Aber irgendwie sehe ich die Zone nicht. Ob das mein Fehler ist, weiß ich nicht. Aber die Zone sehe ich gerade nicht. Wir werden jetzt nicht mehr rumnörgeln. Wir werden es jetzt enjoyen und versuchen, unsere Runde hier zu gewinnen. Ich möchte auch gerne natürlich nochmal nach Lonely Lodge, wichtig. Und Lonely Lodge ist nämlich da drüben, Leute. Ich werde auch das wirklich da drüben mit dem Riesenturm. Es ist so geil. Es ist trotzdem geil, ne, auf der alten Karte zu spielen. Ich werde das Ganze so wie die Chapter 1 Videos damals sein. Einfach ein Gameplay. 15, 20 Minuten oder so. Oh mein Gott, eine Scoped AR. Ohne Taschenfeste. Warte mal. Wir trinken den und ich nehme die Scoped AR mit. Geil, Mann. Wir werden natürlich das viel spielen und auf OG-Basis so halten. Ich will nämlich die alten Sounds bzw. die alten Feelings, was Video betrifft, hochbringen. Das heißt, nicht so viel cutten, weil ich weiß, damals, die Videos waren überhaupt nicht gecuttet. Auch von Ninja und von großen YouTubern waren die aus Chapter 1, war das wirklich das Gameplay ohne Cut. Deswegen möchte ich das gerne so nostalgiemäßig halten. Da oben ist noch eine Kiste, ganz, ganz wichtig, hier oben drinne. Also Retail Row, müsst ihr wissen, eine meiner Favorite-Städte. Eine Pumpgun, komm. Bitte. Eine RPG. Also Jug Jug findet man relativ oft, ne? Ein Jug Jug. Oh, die alten Bäume, die alten Texturen. Ganz, ganz krass. Ganz, ganz krasse Geschichte hier. Und ja, ne? Code von der Karte ist natürlich unten. Aber wir werden uns jetzt aufs Gameplay konzentrieren. Es leben noch 9 Gegner. Ihr seht es oben. Ich weiß zwar immer noch nicht, um ehrlich zu sein, wo die Zone ist. Okay, sie kommt. Also ich sehe jetzt gerade auf der Karte hier keine Zone. Ich werde jetzt einfach mal in die Minimap reinlaufen. Ihr seht, viele Bugs hat die Map noch. Die ist wirklich sehr, sehr buggy. Es gibt kein Bogenloot oben. Die Minimap ist ein bisschen verbuggt. Man sieht nur ein Teil. Ne, das Sprinten ist in vielen Situationen verbuggt. Also, man sieht auf jeden Fall, dass es jetzt schnell gehen musste. Weil es gab natürlich gestern Bugs. Aber sie wollten uns natürlich das Ding heute bzw. jetzt veröffentlichen. Ich bin sehr, sehr froh. Aber sie haben auch geschrieben, es werden soon, also so schnell wie möglich, auch Updates folgen. So, wir sind hier bei Dusty Depot. Da oben der Riesenberg. Also der Berg da oben. War ein Legendenberg. Oh, dead. Er hat auch eine Scar. Hier auch die OG Sounds. Oh, es sieht schon schön aus, ne? Es sieht schon schön aus. Gut, er schießt auf uns. Gut, einer noch dead. Perfekt. Wir haben noch einen Raketenschuss. Wenn ich gerade wüsste, wo er ist, ne? Ah, er ist da drinne. Ne?
Okay. Ah, wir müssten denen wirklich einen guten Headshot geben, mal. Ich werde gerade gesandwiched, falls ihr das seht. Müssen wir in die Zone? Die Zone kommt auf jeden Fall auf uns zu. Ich renne jetzt einfach mal in die Zone. Ich weiß zwar, wie gesagt, immer noch nicht, wo die ist. Hä, hey, warum schießen alle mit Jagdgewehr? Sind die dumm? Okay. Okay. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. So, okay. Fast keine Moon mehr, wie ihr seht. So, perfekt. Tot. Es leben noch insgesamt 3 Gegner. Anstatt die RPG nehmen wir jetzt hier die Boogies mit. Und ihr seht, schaut mal, wie schön es nachts aussieht trotzdem. Es sieht trotzdem schön aus. Man kann sagen, was man will. Die Map ist trotzdem so gut gelungen. Ne, sie haben gesagt, es kommen noch viele Updates, was, wo viele auch sagen, es nötig ist, ne. Aber schaut euch mal an, was die direkt nach, das haben die mit Creative 2.0 erstellt. Es ist wirklich insane, wie das hier aussieht, ne. Es ist insane. Tilted Tower, dann Greasy Grove, Shifty Shafts. Es ist echt genial, Mann. Es ist wirklich genial. Ich habe richtig Lust drauf. Ich habe richtig Lust. So, jetzt werden wir mal schauen, wo hier die anderen Gegner noch sind. Ich denke, Tilted, es sind nur noch 3 Gegner, ne? Müsst ihr halt auch wissen. Es sind jetzt nicht mehr allzu viele. So. Wir haben leider für wirklich für die SMG nur noch 22 Stunden. Ja, Leute, das meine ich. Viele denken natürlich, es ist alles zurück von damals. Aber hier sieht man zum Beispiel schon ein perfektes Beispiel dafür, dass es nicht so ist. Er baut halt wirklich, als wäre er keine Ahnung wer. Oh. Bin ich tatsächlich jetzt an Fall Damage gestorben? Er hat jetzt gewonnen, obwohl er ja nichts machen musste. Er hat gewonnen, er musste nichts machen, Leute. Ich hoffe, euch hat diese Runde gefallen. Der Baum war schon wohl zu hoch. Wir sind leider gestorben. Nichtsdestotrotz hoffe ich, euch hat die erste Runde hier im OG Battle Royale gefallen. Das war's gewesen. Mapcode in der Infobox und in der Beschreibung. Haut rein, euer Schmerle und ciao.